So, ich möchte mal kurz hier was aufnehmen, und zwar ein Verteidigungskampf gegen Usurpator Mar. Der greift mich nämlich hier ein bisschen an. Ich habe leider am Anfang etwas wenig Truppen gebaut, deswegen sieht es diplomatisch auch nicht sonderlich gut aus. Mar war, also am Anfang war ein bisschen Krieg und dann hat mich aber keiner gefunden. Na gut, dass er mich irgendwann findet, war jetzt nicht verwunderlich. Und jetzt muss ich mich hier verteidigen. Kampf um Leben und Tod. Gut, adaptive Bunkerwände habe ich. Das wollte ich nämlich gerade noch gucken. Und ja, ich habe eigentlich einige Einheiten, aber er halt auch. Eine ganze Menge. So, das war auch wichtig. Jetzt mache ich dann nämlich nochmal eine Variante von dem Panzer mit dem. Und von dem ebenfalls. Damit ich auch die Einheiten außerhalb meiner Stadt. Aha, jemand, der mich nicht direkt angreift. Aha, nee. Vielleicht kriege ich ja auch anderweitig Verträge mit ihm. Der eigentliche Test ist, ob die KI noch so viele Verträge anbietet, wie früher immer, was ein bisschen nervig war. So. Anti-Armor Warheads, genau. Tja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als noch mehr Einheiten zu pumpen. Aber ich baue jetzt mal so ein. Okay, wie schaut's aus? Den kriege ich nicht kaputt damit, aber vielleicht hiermit. Ja, dann machen wir direkt mal. Und wie schaut's hier gegen aus? 0%, das ist natürlich schlecht. Ich bräuchte einen Panzer mit Raketenwerfer. Werde ich auch noch bauen danach, nach dem, den ich gerade baue, oder? Das ist ja sowieso. Nein, das ist einer mit Angriffsmodul gegen Bio-Einheiten. Momentan. Ja, doch, Bio-Einheiten muss ich auch was gegen tun. Und der fängt an anzugreifen. Die Panzer sind jetzt beide stark beschädigt. Die restlichen Einheiten haben. Oh, scheiße, eine Artillerie. Der hat schon Artillerie. Das ist nicht gut. Was mache ich denn da jetzt am besten? Ich muss Panzer aus der Stadt ziehen, um zu heilen. Aber wenn ich aus der Sch ja, damit sie sich heilen können, wenn die Artillerie die Stadt beschießt. Dorthin würde ich wahrscheinlich trotzdem angegriffen, oder? Okay, ich ziehe einen Panzer hier hin zum Heilen und der andere Panzer kommt hier hin. Dann schau mal, was passiert. Kaufen geht nicht. Keine Credits. Produktion erhöhen kann ich noch. Dann tue ich das mal. Oh, ich habe nicht mal immer noch keine Umweltverschmutzung. Ah, jetzt schon. Außerdem ist es sehr ineffizient. So, ja. Das baut etwas schneller. Okay. Die Artillerie legt los. Ganz schlecht für mich. Und der läuft jetzt hier rüber, wie es aussieht. Zum Flankieren vermutlich. So, die kann ich jetzt nicht alle rausziehen. Irgendwas muss ja die Stadt verteidigen. Und die beiden Panzerchens, die heilen außerhalb. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Stack von 16. Und ja gut, ich hätte vielleicht einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad nehmen sollen, um
meinen eigentlichen Test durchzuführen. Jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig, als wieder in die Stadt zu fahren. So, hier haben wir keine gute Effizienz. Der fährt auch wieder in die Stadt. Ja, aber nächste Runde wird die Stadt wohl verloren. So, jetzt habe ich hier nämlich genau einen Effekt getestet, den ich auch testen wollte. Nämlich, warum er den jetzt wegzieht. Den zieht er deshalb weg, weil er der Meinung war, das, was er hat, reicht auch so. Ich habe schon gesagt, er soll sich noch die Stärke der Stadt dazu rechnen, zu dem, was er denkt, zu brauchen gedenkt. Aber offensichtlich hat das nicht geklappt, sonst hätte er nämlich die Einheit nicht weggezogen. Jetzt sieht es nämlich so aus, als ob ich vielleicht sogar überleben kann. Moment mal, hatte ich nicht eine Einheit im Bau? Ach, die ist schon tot. Ach so, er hat den weggezogen, bevor er wusste, dass die Einheit fertig wird. Hat aber trotzdem, hätte er trotzdem 3 Runden, 2 Runden, 3 Runden schaffe ich so lange zu überleben, um noch so ein Ding zu bauen. Versuchen wir es mal. Ah, 2 Runden ist realistischer. Nein, 3 müsste auch gehen. Nahrung geht mir aus. Krieg ich aber noch besorgt. Also das gucke ich mir nochmal an. Ich mach mal, ja. Ich bräuchte das Autosave von eben. Das gibt's jetzt noch für ein paar Runden. Weil ich möchte dann sehen, ob die Änderungen, die ich dann implementiere, um das zu gewährleisten, dass der Panzer eben nicht abhaut, dass die dann noch zum Testen. Möchte ich ja genau die Situation nochmal haben. Aber gut. So, jetzt kommt er wieder, weil er jetzt nämlich merkt, er braucht die Stadt. Da er dann doch. Aha, noch eine Artillerie. Ja, gut. 2 Runden wäre überlebbar gewesen, 3 nicht. Aber mit der Einheit hätte wahrscheinlich eh nicht so viel gebracht. Gut, jetzt müsste die Stadt theoretisch fallen. Na, hier kommt auch noch mal was. Und jetzt kriegt der andere die Stadt, ja. Das ist so ein typischer Fall. Aber okay, gut. Ja, vielleicht noch Ende Runde beenden. Ich will noch sehen, was die alle so für Schwierigkeitsgrade hatten. Okay, so, Lord Believers, waren die hier? Die waren very hard. Gaia war very hard. Nee, Moment, das Cult of Planet war very hard. Manifold Usurpers auch very hard. Ja, merkt man. Habe ich mir schon gedacht, dass die very hard waren. Ein kleiner Blick in die Stadt, ja. Da kommt natürlich gut bei was bei rum. Ja, der müsste noch eine Stadt haben. Genau. Ja. So schaut's aus. Tja. Okay, das war's von diesem kleinen Verteidigungskampf. Aber ja, war jetzt nicht sonderlich aufschlussreich, aber ich habe es trotzdem mal aufgenommen.